Hallo und herzlich willkommen zu Get to the Keyboard mit mir Zurech und noch ein paar anderen Leuten, die hier oben sind. Ich sage einfach mal Hallo in die Gruppe. Hallo. 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 So, da haben wir mal Benji, Nudelkopf, Dustrider und Rippchen. Angenehme Namen, die kann man wenigstens aussprechen. Und wir spielen Captain's Mode. Und Benji, ja, du kannst immer noch gerne Naga picken direkt. Bevor unsere so schöne Bonus-Time weggeht. Ja, und wir haben auf jeden Fall schon vorhin ein paar Games gemacht und mit den Jungs spiele ich ja öfters. Und die sind schon ganz gut, also die haben schon das ein oder andere Spielchen gemacht. Außer der Benji, der ist... Danke, warum geht der immer auf mich, Alter? Jetzt ist es sogar öffentlich. Ja, okay. Ja, jetzt öffentlich. Ich weiß ja, wie sie meinte. Nein, wir hatten gerade sogar ein schönes In-House, ein Community-In-House mehr oder weniger. Hat natürlich mein Team hat gewonnen. Du meinst wohl mein Team? Okay, nächster Ben, ja. Ja, mach mal Like und ihr weg. Echt? Wir haben First Pick, also von mir aus. Würde ja, aber will denn wer Like im Spielen? Ich finde den Helden auch ziemlich langweilig, ja. Ja, ich würde ihn spielen. Es war so klar. Ja, also gerne. Du kannst ruhig Like natürlich dann picken, also musst du nicht bannen. Ja, wenn ich würde Daxia spielen. Erstmal Ben, oder soll ich Enigma oder Daxia Ben? Bann erstmal. Waren erstmal Chaos Knight. Und ihr glaubt es kaum, welchen Helden hatte ich gerade? Rubik. Ja, wieder mal zur Abwechslung. Auf jeden Fall haben wir natürlich ein schönes Captain's Mode und dadurch, dass wir wenigstens zu 5 sind, haben wir auch wirklich mal ein wenig Teamplay vielleicht. Versuch halt Darks hier noch durchzubringen. Und Enigma also. Ben dafür, oder? Nö. Ja, wir haben nur einen. War Clashwag Ben? Ja. Der ist stärker. Clashwag Ben, meinst du, die picken den? Das ist immer so eine Sache, der wird nicht aufgepickt. Na, oder halt Morphling noch bannen. Auf jeden. Das ist mal eine Idee. Das Schöne ist, wenn ich mit anderen ein Video aufnehme, ich muss nie reden die ganze Zeit. Genug Stoff. Können auch alle anfangen zu schreien damit und uns alle ja, voll zu flamen. Und bitte keine Schimpfwörter und politisch inkorrekte Sachen. Nicht, dass das Video ab 18 ist, oder? Nein, nein, nein. Was sollen wir denn als erstes picken, Jungs? Ach, die hat einen Liken gebannt, habe ich gar nicht gemerkt. Echt, Daxia? Ja, mach mal Daxia, Daxia ist cool. Wenn dann einer spielen möchte. Ja, cool. Dann hau den mal. Und morgen kommt ja der fette Patch überhaupt, ja. Zwar nur ein neuer Held, aber ziemlich viele Fixes. Da wird man dann hoffentlich Lycanthrope erstmal vielleicht nicht gebannt sehen. Ja. Ich finde den Nerf von Lycan doof. Ja, bin ich mal gespannt, wie das dann aussieht. Zumindest wie er genervt wurde. Hätten das Ulti nerven sollen, oder? Ja, der wurde schon gut genervt, also der intelligent, sag ich mal, aber. Sie haben Ruby gepickt? Ja. Und Tide. Ha, das ist schon mal ein guter Anfang. Lashrock. Ah, Tide hätten wir vielleicht bannen picken sollen. Oder picken wir. Anstelle von Morphling vielleicht, weil Morphling nehmen auch nicht so viel. Tide ist natürlich jetzt schon ein bisschen was Happiges. Ja, wir können mit Tree Lane oder einen Jungler spielen, weil wir haben so einen Offlaner. Wir können erstmal Lashrock picken. Und noch irgendwas anderes für die Tree Lane. Also ich würde ja vielleicht gleich dann Anti-Mage picken, als Carry vielleicht. Aber ist gleich, weil der ist vielleicht dann gegen Tidehunter auch nicht schlecht. Na dann noch einen Stun für die Tree-Lane und dann noch einen Midlaner. Invoker wurde leider schon gebannt. Pachi für die Midlane für Tobi, also für Rippchen. Oh, weil er spielt eigentlich immer einen ganz soliden Punch. Du kannst auch reden, du musst nicht schreien. Er hat Angst, dass seine Stimme... Ja, ja. Er möchte sich nicht verkaufen. Ja. 10 seconds remaining. Komm, wir hören alle auf zu reden, ich schreibe auch. Ja, okay. Void haben sie gepickt. Ist natürlich ein guter Counterpick gegen Anti-Mage. Ja. Nee, ist er nicht. Der braucht viel zu lange zum Farm. Derzeit ist Anti-Mage viel zu fett. Okay, du spielst Anti-Mage. Haben wir da schon mal entschieden. Ich spiele Anti-Mage. Ich bin voll schlecht mit Anti-Mage. Unser nächster Bann sollte sein.
Sie brauchen auf jeden Fall noch einen Support. Maybe noch einen Jungler. Sie brauchen den Range Support für ihre Lane. Weil ja. Tide Void ist nicht richtig kacke. Ich wäre für Revengeful, Ben. Revengeful, der wird aber auch. Man, den nimmt doch keiner. Der Slap ist fies, auf jeden Fall. Ja, aber nee. Dann bann lieber. Hallo? Obo? Dann bann lieber ein Lich. Man hat was gehört, ja. Das da vielleicht. Nee, Lich bann und. Das da würde auch gut passen, bannmäßig. So. Obwohl, dann den würde ich auch gern bei uns im Team haben. Ja. Also den Lion vielleicht auch bei uns im Team. Nee. Okay, lass uns erstmal. Wir können auch jetzt Sand King picken. Oder bann. Na, wir brauchen halt einen Stun für die Lane. Und den besten Ranged Stun, also einen Venge oder so. Ja, okay. Aber wir müssen erstmal bannen, die brauchen halt noch einen Range Support und einen Solo-Laner. Aber wir sind schon in der Bonus-Time, also sollten wir langsam mal. Ja, bann erstmal, bann mal Windrunner. Ja, okay, das ist schon mal ein guter Plan. Wo ist sie denn? Da unten. Radiant Team Ban. Na, ja, jetzt funktioniert's. Ja. Das ist gut. So, du warst du das gestern, der sein Headset geschrottet hat? Ja. Das ja. Okay, gut. Wer übelst gebufft wird, ist der Phantom Lancer. Ja. Was bekommt der für Buffs? Der hat jetzt anstelle, ich glaube, 2,8 AG pro Level, bekommt er 4,2. Also, das also hat er am Ende irgendwie 90 oder so AG. Naja. Ist schon eine Menge. Also Drawranger hat ja auch nochmal mehr AG auf ihr Ulti bekommen. Sniper wurde ja auch noch ein bisschen geändert. Viele meckern ja, dass die eigentlich einen kompletten Rework bekommen sollten, diese Rechtsklick-Helden da. Wie eben Draw, Sniper. Weil die so langweilig eigentlich sind. Und auch, weil die eigentlich nicht, weil die eigentlich scheiße sind. Naja, das Problem halt an denen ist, dass die keinen Escape haben, was halt ein Carry eigentlich braucht. Ja, das kommt dazu. Deswegen auch Shadowblade. Naja, aber... Das ja, also ein gut, Item... Das Item haben sie ja gechanged, von daher geht das. Enigma gebannt. Wir würden eh keine Enigma pinnen, weil, weil das viel zu gefährlich wäre mit Rubik. Ja, also ein Item kam mir dazu, Shadow Amulet. Das ist auf jeden Fall schon mal sehr schön. Eine Combo, wir bräuchten noch auf jeden Fall eine Combo für Darkseer sein Vakuum. Ja. Irgendwer, der eine fette AOE reinhauen kann. Na, wer hat denn Stun mit einer fetten AOE? Ja gut, Lashwag, ja. Naja, aber Warlock hat, aber rein. Warlock ist jetzt wieder gefährlich gegen Rubik. Das wäre ja, aber dann das ist unser Freelane nicht mehr so stark, weil wir brauchen den Stun. Sand ja, King, okay. Aber gut, Sand King ist halt... Erstmal bannen wir. Lass uns erstmal bannen. Wen könnten wir bannen? Nämlich... den soll ich Sand King bannen? Nee. Ja, du kannst ruhig Licht bannen. Licht? Warum? Die bauen auf jeden Fall noch im Support, die bauen noch Leech, Queen of Pain, irgendwie sowas. Ja, dann könnte ich auch AA dann, also Ancient Apparition. Na, aber den pickt ja auch kaum einer. Aber Lane ist gut, weil Void dann besser farmen kann. Ich ist auch, dann bann ich gleich. Da, Lich. Radiant Team Ban. Ja, ist denn aber ein Stunner mit einer AOE-Ulti? Ja, das Problem ist auch immer, dass wir aufpassen müssen. Also man kann ja sagen Lina, aber ist auch wieder gefährlich mit dem Ultimate. Ja. Und dann mit einer AOE-Ulte. Oder wir trennen. Nein, ein Range. Wir brauchen einen Range. Stunner und einen Helden, der in die Mitte gehen kann mit einer AOE-Ulti. Eigentlich wollten wir Apache nehmen. Na gut. In der Mitte. Aber na gut, Vacuum reicht ja eigentlich auch mit dem. Meepo. Meepo geht leider nicht. Ach ja. Okay, gut, Jungs. Jetzt. First pick. Patch. Nö, nee, pick erstmal. Ja, pick du mal jetzt. Witch Doctor? Vengeful Spirit? Witch Doctor? Vengeful ist vielleicht. Auf einer Tree Lane, glaube ich, besser mit ihrer. Und Witch Doctor hat auch nicht so. Und Witch Doctor hat auch kein Ultimate, was unbedingt. Was nur situationsabhängig ziemlich cool ist. Ja aber das ist jetzt richtig leicht spielbar von Rubik. Ja, aber Rubik ist dann selber am Arsch, wenn er das macht in dem Moment. Also Witch Doctor hat zumindest einen Stun, weißt du? Wir haben jetzt das Vengeful. Und die haben Vengeful. Ich mag Vengeful, ich finde das. Ah, Vengeful hat ein Ulti was auch, ja. Sobald Venge in Forster fährt, ist der Swap richtig schön. Okay, jetzt brauchen wir noch was. Was brauchen wir noch? Eine AOE. Irgendwas, was mit Vakuum gute Kombo gibt. Eine AOE in der Mitte. Oh Gott. Ja, was soll ich denn annehmen? Eine Queen of Pain. Kannst du eine Queen of Pain spielen? Shadow. Nee. Sehr gut. Nie gespielt. Naja, oder? Aber die sieht ja einfach aus.
Startmother. Ja, aber gut, du solltest den Helden schon ein bisschen kennen. Also ich könnte ja noch irgendwas lass halt, jetzt... Lass halt Patch spielen. Ich meine, wir brauchen für Vacuum nicht unbedingt. Wir haben Anti-Mage, das Ulti ist auf AOE auch krass. Ach, Vacuum, da kann auch ein Patch mit Rot rein. Und ich meine, Vacuum in Wall ist auch schon hart. Also wollt ihr jetzt einen Patch, ja? Seid ihr sicher, ja? Ja, ja wenn, ist ja hier kein... Geht ja nicht um 3 Millionen hier, ist ja... Aber um 2, nein, okay, gut. Und außerdem ist es besser, wenn der den Helden spielen kann, als dass es von der Theorie her eine gute Kombo ist. Ja, das so. Stimmt. So, was wollt ihr denn jetzt hier so? Mal sehen, was die jetzt als letztes nehmen. Wer soll jetzt die Anti-Mage spielen? Ich würde sagen, du, als Dustrider, du bist ziemlich erfahren. Aber er wollte unbedingt Dings spielen, ne? Ja. Und ich kann... Ich kann kein Darkseer spielen. Ich könnte Darkseer spielen. Alle anderen kann ich spielen, nämlich. Dann nehme ich den Darkseer. Ja, oder Azuri spielt dann. Lege. Mir ist egal, ich kann. Also ich kann auch einen schönen Lashhawk meistens spielen. Aber ich glaube Anti-Mage so auf YouTube zuzugucken ist ein bisschen. Ja, also ich würde glaube ich Lashhawk nehmen. Vengeful hatte ich schon voll. Obwohl, nimm ruhig Lashhawk. Ja. Ich nehme Vengeful. Ja, Lashhawk hatte ich nämlich schon mal. Ja, Vengeful aber auch. Ja, von mir aus können wir auch swappen, das Twilight. Ja, von mir aus, da würde ich aber den Darkseer spielen. Oh. Na, jetzt ist egal. Ich spiele einfach den Anti-Mage. Ja, nee, also Anti-Mage würde ich sonst auch gerne, also. Wenn du den nicht. Prepare for battle. Doch, geht es. Ich würde sagen, ich werde die Freelane runter. Weil. Obwohl. Freelane runter, Freelane nicht runter. Nee, dann nicht, oder? Was sagt ihr? Yes. Er geht ruhig. Ich geh in den Dschungel. Ja. Er geht in den Wald. Nein, Darkseer geht auf die Solo-Lane. Oh Mann. Krasse Solo-Lane. Okay, gut. Scheiß drauf. Ich geh den Top-Solo. Ja. Trot along. Hat er Wards mit? Genau. Vengeful hat Wards. Desolation. Naja, dann spiel ich halt schon wieder Löschrack. Aber ich glaube auch in dem letzten Spiel, wo ich Lashhawk gespielt hatte, habe ich auch glaube ich alles zernommen. Also. Ja, das ging auch richtig schnell. Na, Lashhawk ist aber auch so ein Held, wenn er einmal ein paar Kills hat und dadurch ein paar Level, verpflückt er dann auf einmal alles. So, wir warten jetzt hier auf die Rune. Wer war denn da schon? Disruptor. Ja, der kann euch aber eigentlich nicht so gut. Ja, aber man weiß ja nicht, wer sonst noch dort ist. Aber die haben auch ein ganz nettes Team, haben die jetzt. Wenn ich blinke, aber Vengeful hat doch den Stun. Ja, aber Rubik und Disruptor. Passt mal auf, da kommen noch mehr. Und passt auf, dass der Rubik euch hier nirgendwo. Nimm du die. Ah, Rubik hätte mich natürlich jetzt wunderbar aufs Cliff werfen können, fast. Ja, da wollt ihr halt ohne die nein. Yes. Ah, ich aber unsere Tree-Lane dürfte stärker sein als den hier. Die haben Double Melee, da braucht die nur Harass. Ja, immer schön harassen. Vergesst nicht zu denyen. Damit Void auch gar nicht mehr den hochkommt. Spot halt mit dem Wards blocken und dann müsste das passen. Ich kann ja erstmal drin stehen bleiben, damit die nicht spawnen. Yes. So, dann wollen wir mal schauen, was wir so ein bisschen reißen können. Chaos. Forward. Mensch sollte sich mal ein bisschen weiter vorstellen. Boah, da attack ich einmal, hat er direkt den Ziel. Despair. Impure. Attack. Die Beastmaster ist gerade nicht da. Er ist auch irgendwie solo hier. Ja, na, der wird bestimmt die Engines stacken. Auch wenn das auf Radiant Seite nicht so gut ist. Na, wenn es so effektiv. Desolation. Nassen, lass es nicht hören. Ja, eigentlich GG, ne? Very well. Ja. Das können wir aufgeben, das Spiel. Ich muss dafür sagen, ich kriege hier unten ziemlich gute Last Hits. Dafür, dass ich eigentlich komplett. Ja, wir brauchen einen Iron Shell Spam. Genau. So be it. By the impurity. Warum haben wir eigentlich den Impulsbot nicht geboren? Also nicht. So be it.
Ruff das die ganze Zeit mit irgendwie. Der tut vielleicht jetzt gerade. Despair. So, Diabolic Addict. Nein, der zweite lastet nicht. All is chaos. Ja, dann können wir eigentlich schon verknieben. Ja. Aber ich glaube, dafür haben wir gut genug denied, dass das noch nicht gegeben ist. Ja. Ja, ich glaube, der Void hat weniger als ich. Ja, definitiv. Yes. Können die mich nicht mal hier in Ruhe lassen, Mann. Ja, ja. Ja, viel nur. Schade. Nein! Ach, mal diese Fieder an meinem Team. Ich hab mich schon geheilt. Ah, das war jetzt unerwartet. Dass der mir doch noch so viel Schaden reinhaut. Ach, das war's. Jetzt ist wirklich GG. Ja, Disruptor hat einen Kill, das war's. Disruptor Carry. Naja, da war ich ein bisschen greedy, glaube ich, einmal am Tower, wo ich Diabolic Addict an hatte. Rubik, aber wir wollen es den Gegner auch nicht zu langweilig machen. Wollen ja auch eine Chance haben. Ja. Einmal am Tag muss man ja mal verlieren. Ja. Die Leute wollen ja auch ein einziges Mal wenigstens dazu ich auch mal failen sehen, ja. Ja, nur weil die anderen Spiele dann nie auf YouTube hochladen. Ja, was die Leute nicht wissen, ich mache ja meistens immer so, ja, gut 20 Games am Tag, die ich dann auch alle recorde. Aber die sind meistens alle so scheiße. Du bist halt ziemlich low. Oh, danke an das Rocktor. Bisschen weit da hinten. Ja, passt nicht so weit hin auf. Auch ja. So, auch wenigstens hast du den bekommen. Das war schon mal gut. Yes. Forward. Rubik SS. Ganz schön viele Creeps von denen da. Ja, irgendwie. Ja, weil die ganze Zeit nur Single pullen. Ja. Desolation. Kommt uns mal ganz zugute. Ja. An alle Leute natürlich auch einmal, für die das nicht wissen, also man kann ja einmal eben ein einzige Creep werfen. Oh. Oh, oh. Knappes Ding. Rubik, ey. Jetzt kann man dazu nicht mal sein Platz sehen. Ja, ne? Einmal eben Single pullen, also das habt ihr auch schon bei mir oft gesehen, ich pull eigentlich normalerweise auch fast immer nur Single. Aber man kann eben auch einmal stacken und dann pullen und dann geht nämlich die komplette Creep Wave down. Das sollte man natürlich dann auch machen, wenn man wirklich sehr weit schon gepusht hat und nicht dann im nächsten Moment eben die Gegner bis die Creep Wave kommt. All is chaos. Jemand Kurier upgraden, bitte. Ja, gut, danke. Nämlich hier noch 230 Gold hier. Noch nichts gekauft. Despair. Ist mein Turing fertig, dann heißt, ich kann diesmal hier ein bisschen treffen. To the fight. Heist. Hier ist übrigens Doppelmist, Tide Hunter und Disruptor. Ja, warte, komm. Indeed. An evil wind. Auf geht's. Na, also hier sind auch zwei Mist. Ich schau mal hier am Wald. Ja, hier, so die haben gepult. Yes. Ja, die sind da immer noch. Ja, hier. Ja, yes. Ah, der Ward ist ja auch weg. Rubik, hey. Forward. Very well. Oh. Da hatte ich die Chance auf den Last Hit.
den habe ich nicht bekommen. Oder oben kommt das Disruptor. Wir können den Gold. Aber Mensch ist nicht schnell genug. Mensch schläft. Ah, der macht mich zurück. Okay, oh, was war das denn? Oh, hat man getroffen. Oh, ich muss aber zurück, pass auf. Ja, solange ich nicht sterbe. Oh! Den hat er geskillt gehabt. Tja, da hat er mich gewonnen mit dem Ding. Du brauchst hier nicht die Schuld auf dich nehmen. Wie der Weiße dazu geht. Naja, gut. Ja, ich habe auch echt gar kein Geld mehr, ey. Ist ja mies hier. Ich hasse das. Das ist immer der Nachteil an so einem Babysitter, der da rumsteht. Nein, ich müsste mir auch mehr killen auf dem Spiel. Normalerweise snowball ich hier immer mit dem alles weg. So, ich galoppiere elegant nach unten. Indeed. Rubik ist es. Despair. Aber wir können auch nicht viel machen, leider. Der ist schon mitgegangen. Da ist Rubik. Ah, die halten da halt auch immer gut aus. Also. Rubik ist bei mir unten. Wo ich mit seinem Backtrack hier. Dann mal den Void. Jetzt knapp, Mann. Pin Mana. Oh, Mann. Geh mal back, ja, weil ich muss nicht unbedingt backen. Stop Tower ist under attack, macht also nicht. Patch ist hier. Patch ist unser Mensch. Unser Mann. Jetzt haben wir hier schon gesehen. Okay, gut. Weil sonst hört man diese Warnung immer, wenn der Patch im Gegner-Team ist. Jetzt gleich, wo ihr wollt, komm. Ah. Oh, fuck. Hat er sich genau weggemacht. Vergessen, wie die Attacke heißt. Hier, Titan, da ist er noch. Rubik, glaube ich, lungert hier auch noch irgendwo rum. Also bei mir oben auf Top. To the fight. Ja, war nicht so schön dagegen. Indeed. So, da sind sie wieder. Rubik ist hier. Rubik hat Double Damage. Dann lass mal zurückgehen. Ja. Wunderbarer Stunt von mir. Hat fast alle getroffen. Der Baumschön in den Leg. Patch, oh, Patch hat einen. Patch. Hinterher. Dann Rubik, Mensch. Ja, ich versuch's. Komm. Wo sind wir? Hinter uns. Nein. Was, da fehlt oben, ne? Mist. Da kann man auch, dass er meinen Wald plündert. So langsam hat er... Ah, ich konnte nicht mehr auf ihn draufklicken. Ich glaube, so langsam hat er nämlich keiner noch mehr. Achi, hast du ein TP? Wie bitte? Hast du ein TP? Ja. Wow, ich habe gleich Geld für Boots. Der killt hat gut. Könnten mal Beastmaster hier oben ein bisschen treffen. Rubik ist wieder mit. Yes. Denied. Swapped er hier unten? Forward. Kann man den eigentlich nicht kaputt hauen? Ja, eigentlich kann man das tun, wenn die Wände kommen. Also ich hole mir jetzt erstmal kurz Boots. Rubik ist da. Na, da kommt aber auch eine Creep-Menge, also da kannst du auch nicht fahren. Ich weiß gerade nicht, wo da ist Beastmaster. Yes. Hier, tight. Warte kurz, Patschi. Oh. Notfall gebe ich dir einfach mein Ding. Mein. Yes. Ja, mach den mal hier mit dem Patch so ein bisschen fertig da mit der Illusion. Lock den mal irgendwas raus. Der Beastmaster ist irgendwie, weiß ich nicht. Entweder spielt er sehr passiv oder sie haben gewardet. Ah, ja, gut. Er hat ab und zu mal hier stacken. Aha, er hat zumindest einen Gash gemacht. Jetzt laufen wir hier so am Wald entlang. Wir können den Tower hier auch mal ein bisschen Damage in der Spiegel. Ah, hier, die haben gepult. Wird nichts, ich lass dich mal wieder alleine. Ja, okay. Verlierst uns eine Erfahrung. Despair. Guck mal hier. Zu spät.
Braucht er? Doch, da. Da weiß ich nicht. Ich sehe noch einmal mein Vakuum. Guck mal, der Creep hier. Eigentlich kannst du nochmal in Ruhe mit dem Ganken gehen hier unten. Du riechst jetzt auch, das der kommt wahrscheinlich auch runter. Die sind zu viert hier. Ja. Und auf Pachi, auf geht's. Soll ich auch runterkommen, dann weißt du mir das. Volt hat 160 Mana. Komm runter. Schön. Leider hat man es dann nichts getroffen. Na, er wurde. Oh, okay. Aber Tag. Er macht keinen Damage. Na, naja, super. Ah, aber dafür macht er Damage. Hat er mich wieder gewonnen. Komm, komm hinterher. Wo wollt ihr hin? Weg mit der Eilen, schön. Sonst mach ich euch bitte. Ah, das ist unsere. Ja, na klar. Na, schade. War aber auch wirklich sehr unglücklich. Das Volt Ulti kam genau dann. Bist du ihn? Nee, der hat nichts mehr. Hinter dir. Der ist noch sogar in der Basement. Ah. Jetzt müsst ihr aber aufpassen, ihr alle. Lass abhauen, abhauen, abhauen. Oh, oh, Dark Seal wieder zurück. Tango und auch so. Ich mal nicht vergessen, dass ich hier Dings habe. Na, ich habe nicht so einen coolen Farm. Rubik hat meinen Anti-Mensch Blink. Skill das erstmal noch weiter. Ich gehe mal einmal hoch, um ein bisschen zu farmen. Geh einmal back. Na. Mensch sollte auch einer gut sein, du kannst irgendwer mal oder so. Vanguard hab ich. Noch ein bisschen Geld. Ich kann auch nicht porten, ich habe jetzt halt Cooldown. Ich geh jetzt auf Level 10 gleich meine Ulti und dann können wir die ein bisschen mehr stressen. Hier unten. Aber White hat echt kaum Farm, es sei denn, der hat die beiden Teile fürs Battleshield irgendwo rumliegen. Ja, will er denn Farm haben? Ne? Der hat gerade mal Ring of Health. Ich bin und Stouch von meinem Battlefury. Bist du noch an der Battlefury hinter? Wow, ich habe echt unglaublich viel Gold. Oh, 300. So viel hatte ich noch nie. Ich habe schon 7 Creep Kills jetzt. Ah, Beastmaster ist Mist. Ja, schon eine ganze Weile. Nee, der ist schon wieder da. Ja, jetzt sind die zu viert hier unten. Ja. Die auch. Ja, ich wollte eigentlich jetzt was starten. Na, einer kann auch in die Mitte gehen fahren, Alter. Ja, Anti-Match spenden, würde ich sagen. Gabor, hast 3 Kills mit mir. Ach, hab ich noch gar nicht. Ben Wurik. Oh, oh, jetzt wollen sie aber. Ich hab einen Port, schreit rum. Ich hab drum die Knight, aber jetzt haben sie mich, ey. Oh, Ulti. Ja, kann ich auch nicht mehr retten. Ja, das war's auch, ja. Brauchst du nicht. Haut rein. Aber wenigstens hat man es dann noch gesessen. Hat sogar noch sich noch der Port gelohnt. Oh, Patsch geht noch rein. Patsch geht rein. Patsch geht rein. Ich geh auch rein. Ja, nicht. Ich dachte, wir kriegen eine Arena. Ich hab einen Double Kill. Dominieren, Alter. Also geht das ab. Eine Wand kann dann schon alles reißen. Und einer muss geopfert werden. Der Dings, der Vakuum war geil. Weil er genau in deinen Stun reinging, ne? Ja, direkt ein Double Kill. Ja, 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 sag das doch nicht! Boah, nee, komm, wir sind doch ehrlich. Forward. Ja, das war auf jeden Fall ganz cool noch. War zwar, erst ein bisschen schlecht. War Anti-Mage gestorben? Nee, ne? Nee, das war super. Ja, ich hab Void gesehen. Ja. War Void tot? Nee, Void ist auch noch nicht tot. Nee, Void hat seine Chrono einfach gemacht, wo nix ist. Ah, gut, hab ich gar nicht gemerkt. Das war ich so zufällig. Oh, ich bin jetzt mal so. Muss ja mal ein bisschen aufpassen immer. Very well.
kann mir auch nicht so viel holen. Ich hole mir mal einmal Wards. Oh, Pachi. Soll ich einen Upchalk Ward machen? Ja, ne? Aber für Patch so. Ich habe Arcane Boots, habe ich jetzt auch ready. Also wenn wer Mana braucht. Aber ich will da nicht so weit rein jetzt, doch. Ich hau den einfach mal drauf. Vorsicht, da. Ja. Rubik. Hachi, Einsatz. Na, schau. Nice. Forward. Ich glaube, Rubik hat meine Ulti. Ja, hat er auch. Also vielleicht versuchen bestimmt einen raus. Echt viel Schaden. Okay, ich habe alles auf ready. Also meine, mein Vakuum und meine Wand. Oh, Rubik hat Hook. Ja. Ne, kannst wahrscheinlich besser. Yes. Dire structures are fortified by the impurities. Da fuckt er. Boah, das macht mir so einen Schaden. Ich hab's heute, ey. Desolation. So, ich hab Battle Fury. Jetzt stehen wir hier rum und keiner traut sich so recht. Ja, jetzt mit Hook ist das natürlich jetzt schwer, ne? Void möchte wahrscheinlich farm gehen. Ja, dann geht mal dorthin. Ich würde sagen, den Free Farm gönnen wir ihm nicht. Die kommen ja, jetzt aber auch, die wollen jetzt hier hocken. Ja, dann Void ist mir mindestens 2000 Gold im Farm hinterher. Gut, sorgen wir dafür, dass das so bleibt. So, die sind hier zu zweit, wir stehen hier zu dritt. Ich würde sagen, wir holen uns die. Ich gehe jetzt mal macht das echt Schaden. Ja, aber wie, ich weiß nicht, wie wir die holen wollen. Wollt ihr noch irgendwo ein Ulti haben? Was laber ich hier? Ein Ward, so. Ja, indem er weiter ein Ward kommt. Oder halt jetzt hier ein, wenn ich jetzt ein bisschen mehr jungle. Ja, das kann ich machen. Soll ich doch irgendwo ein Void setzen? So. Kannst du dein Ulti setzen. Immer komm hoch zu dir, Patch. Warte, gerade mal. Jetzt habe ich mich nicht echt verklickt. Ne? Oh Gott, spiel ich hier gerade bescheuert. Komm hier rein. Oh. Ist Rubik. So, wegen Hook. Ja, da will ich gucken. Na klar, will er nicht gucken. Beastmaster ist da low. Boah, und ich habe auch noch hier die Kamera. Das hat jetzt gerade jeder gesehen. Yes. Ne? Was hast du denn getan? Das sage ich euch nicht. Dann könnt ihr euch das nochmal anschauen. Könnte ich nur fluchen? Ja. Ich hörte ein TP. Erst hab ich die Warding-Position nicht mehr gefunden da oben. Hook ihn. Oh. Dann habe ich Missklick auf mein Portal gemacht. Nein. So, jetzt aber rein. Hit mich. Ja, auf jeden Fall. Oh. Ich bin tot. Oh, ich bin so tot. Oh, das war natürlich eine Scheißpose jetzt, in die ich reingeraten bin. Oh, geh lieber zurück, Mensch. Hau auf. Schade, das war halt nicht so schön. Das war jetzt sehr unglücklich. Okay, gut. Ja, ihr müsst jetzt auch nicht mehr Preis fighten, wenn ich mich mit dabei bin. Stoke. Und derzeit Licht an die Menschen Tower ist auch ganz schön. Ja. Nein, leider den Left-Hit verkackt. Ja, der war richtig verkackt. So, jetzt geht der Tower ja mal drauf. Nein. Klar. 15 Sekunden. Okay, gut, der geht wirklich vor. Void hat den Let. Das war echt unglücklich, also. Schade. Ich wurde auch genau in dem Ulti noch vom Disruptor dann gestunt. Die kommen jetzt Wald. Kommen jetzt zu dir? Nee. Ja, sie wollen natürlich über mir. Doch, die wollen jetzt zu dir. Können wir gerne versuchen. Oh, ich war noch auf Cooldown, oder? Forward. Boah, war das gerade peinlich, ne? Wirklich. Wollen wir uns sehen. Er ist ziemlich mutig. Müsstest du dann, oh, das war ein technischer Fehler und irgendwie mal kurz so ein Blackscreen machen. Ja, ne? Ich habe alle meine Tasten neu belegt, ne? Deswegen habe ich auch noch geklickt. Du gehst rein. Oh Gott. Geh mal rein. Ja, ich bin tot. Er hat meine Wand geklaut. Oh ja. Nein! Oh,
Renn noch weiter. Oh, wunderbar. Bob. Und Anti-Mage hat den letzten. Richtig schön. Bob bricht er zum Glück auch tief hier ab. Da ist der andere. Ich hab leider, nur ein Level 1 Ding. Meine Mana-Boots brauchen Mana. Wunderbar. Sehr, 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 sehr schön. Hier ist noch ein Tide. Da ist Titan, dann bleib mal von ihm weg. Du hast kaum noch Mana, hast du recht. Aber HP. Aber HP, ja. Ich brauche mich mal nach oben, damit Volte den Tower nicht bekommt. Nice. So. Okay, war von mir dumm. Ich dachte, ihr seid alle ein bisschen dichter. Wart ihr nicht. Jetzt kommt der Kack vor die Falle. Ich habe nämlich jetzt meine Spells auf Zahlentasten noch. 4 und 5, also hier ist es ja nicht so schlimm. Hole mir. Dann habe ich mir meine Items, habe ich jetzt auf meine Maustasten gebunden. Der Titan hat seine Ulti gewastet. Ja, das war ziemlich waste. Aber ich wollte den Tower halt unbedingt haben. Ich hätte mich sonst einfach reingelinkt, wenn die Fortification vorbei wäre. Nein, jetzt kann ich schon wieder Lasted hier verkackt. Yes. Ich kann mich gerade nicht porten. Boah, das ist hier gerade wirklich peinlich, also. Was sehen die Leute? Oh Gott, Leute, was macht ihr? Kommt her jetzt! Ich hab immer noch keinen Port. Pushen mit 5 Mann! Ja. Jetzt kommen sie zu mir. Not yet. Your middle tower is under attack. Kommen sie zu mir, tot. Was soll ich denn machen? Ich hab keinen Mana und bin halt tot. Your middle tower is under attack. Oh. Bin wieder in der Base. Glimps. Your middle tower is under attack. Yes. Dyer's structures are fortified. Your middle tower is under attack. Lol. Danke. Ich hab gleich gesehen. Ich bekomme auch rein, ich hab Ulti und alles ready. Komm, komm, yeah! Hab ich noch gekriegt. Wir müssen mal Void unten töten gehen. Ja, Void ist natürlich im Farm gerade. Battle Fury hat er ja, Power Threads. Hier ist Rubik. Also langsam bekommt er halt sein Farm rein. Your middle tower is under attack. Ich weiß nicht, wo er ist. Wahrscheinlich hat er sich irgendwo in den Bäumen verkrochen oder so. Boah, ich bin schon 5-mal gestorben, ne? Ja. Peinlich, peinlich. Hier ist Void. Der hat weggefedert, Angst vor mir. Ja, also Void muss wirklich, naja, was hat weggetippt? Ich kann jetzt ordentlich besser farmen da links. Ja, wäre cool, wenn jemand ihn davon abhält. Kommt einer mit her, bitte? Oder zwei am besten? Schon. Es ist schwer, den immer zu killen, halt, ne? Wir sind die Duschen. So be it. Das Beste ist natürlich immer direkt Stun und Anti-Match Mana weg da. Anti-Match ist gerade nicht da. Ja. Die Void ist jetzt wirklich dicht am Tower. Würde sich jemand erbarmen. Dankeschön. Ja, hau bloß ab. Indeed. Such disorder. Trot along. Pushen wir hier, hat zu recht? Ah, ich weiß nicht, die sind alle Mist, ne? Ja, deswegen, ich hab auch ein bisschen Angst. Ja. Ich hole mal wieder Wards. Er ist schon wieder schief gegangen, dann sind sie nämlich. Very well. Ich hole mir gleich eine Hood. Danach mache ich das zu Pipe. Ja. Den Rubik und den Destructor so, mal mit. Jetzt habe ich meine Wards auf Maustaste. So, wollen wir 5. Alle Mann Go starten, alle Mann. Ja. Guck mal, Void zum Beispiel ist nicht dabei. Dann sollten wir jetzt echt alle rein. Okay, go. Your top tower is under attack. So be it. Meine Wall auch endlich mal wieder. Okay, von hinten. Go, go, go. Ich bin ganz schlecht der Erste. Ah, die kommen jetzt. Oh, da ist ein Scheiß. Hier geht's.
Splittet euch ruhig, macht ja nichts. Ja, das war jetzt ein. Das dann wohl irgendein. Oh! Nice, Junge, nice. Ich wurde weggehuckt. Nice. Irgendwer ist hinter uns noch. Boah, ich muss auf jeden Fall leider weg. Ja, ist kein Ding. Komm, endlich. Ich seh den noch. Da oben ist hier, auf jeden Fall hier ist der Tower. Tower und Volt. Volt farmt hier immer noch weiter. Wie schnell. Schön. Also ich muss auf jeden Fall sagen, das war gerade geil, ja. Schon wieder warm. Schon wieder weg, wenn wir alles rein. Diesmal war es kein Zufall. Dann habe ich auch noch ganz knapp Rubik überlebt und ihn fast getötet. Hatte ich 10 Aufladungen oder so auf meinem Magic Band. War knapp. Yes. So. Jetzt sind wir's. So, ich ward mal ein bisschen weiter. Naja, ich würde ja gerne hier so warden, aber da schaffe ich es nicht hin. Lebt. Also lebend schon, aber zurück wird schwer. Der Hook. Ja, Rubik hat mich gerade gehuckt, ey. Das war böse natürlich. Mich hat er Patsch gehuckt. Oh, pass auf. Der hat doch immer noch Hook, ne? Oh, jetzt gibt's ein Hook-Duell. Das war doch auch in den Top hier im Fail, ne? Wo Rubik das ganze Team gehuckt hat. Ja, von der Klippe hier, ne? Und ja. Hat er die alle runtergeholt. War nice. To the fight. Einmal Mana Fahne. Oh Mann. Was hat der White jetzt so? Also nicht, wo ist er denn da? Eaglesong. Eaglesong, oh. Du hast noch mehr, Alter. Eaglesong first, Alter. Das ist halt kacke. Ja. Noch irgendwie voll viele Voids. Wo es echt blöd ist. Macht allgemein sehr viele. Du hast aber richtig Glück gehabt gerade, Junge. Das war echt Glück. Dann direkt Beastmasters, dann das wär's gewesen. So, ja. Was tun wir jetzt? Machen wir ein Go? Oder machen wir kein Go? Ja, das Raptor hat gerade gewonnen. Aber wir können auf die ja ein Go machen, die stehen unten. Okay, go. Indeed. Ah, jetzt geht er dahin. Kann man auch nie abbrechen. Yes. Ja, blinkt der gar schon. Macht der Blink. Oh nein. Yes. Mann, der ist so schnell, der Typ, ne? Nein, Kronos 4. Guck mich auf. Nein, ich hab noch nie gesehen. Das war scheiße. Na, das war nix. War durch, ey. Das war wirklich. Also, ich hätte auch nicht Beastmaster verfolgen sollen. Der ist ziemlich schwer zu stunnen, so schnell wie der ist. Einfach zurück. Ja, jetzt kommt Tide Ulti. Oh. Wow. Alter, nochmal ein Uhrenschatz auf mich drauf. Kannst du mich irgendwie heilen? Das überlebst du doch, oder? Ah, das genau. Überlebst du. Ich hab zweimal kaputt und Ring of Health, also ich hab einen guten Weg. Ah, lieber schnell Regen, die werden jetzt ein bisschen pushen. Was heißt ein bisschen? Ich glaub, gegen das Ganze. Also mein Positioning war mal wieder total Mist. Middle Tower is under attack. Weiß nicht, ich glaube, ich muss mir gegen das Team eine BKB holen. Selbst eine Angriff. Das ist dieses Able, die ich hab. Ich hab meinen Mann gehabt. Noch knapp 400 Gold, dann sieht man Pack. Ah, ich wollte jetzt hier mal, ne? Langsam irgendwie so werden wir defensiv. So be it. Anti-Mage, farmst du da oben, bitte? Ja, mach ich. By the impurities. Arch, Hook. Bist du ein von hier, wo ich stehe gerade? Maybe? Very well. Mm-mm. Nee, er geht schon wieder weg. Aber jetzt hier Beastmaster. So viel Range habe ich nicht. Indeed. Schade. Da ist einer zu kurz. Cruelly so. Okay, die sind mit 4 Mann hier. Mal wieder fighten, weil Ravage Rubik ist nicht mehr da. Rubik hat sich Rod geholt, Gott sei Dank nur. Ja, dann lass die jetzt fighten. Das ist alles nicht mehr da, die Ulti. All is chaos. Okay. Also, ist Ravage nicht mehr da. Go. Auf wen soll ich Iron Shell machen? Auf Anti-Mage am besten, oder? Los, ja. Anti-Mage, rein mit dir. Also ich will diesmal nicht engagen. Okay.
Nein, damit fällt schon mal jemand aus. Ist jetzt hier rein ein bisschen? Da, Wubik. Verdammt. Hat einer einen Stun? Ich kann nicht so stun. Wall habe ich leider gefailt. Void ist hier. Und Wubik auch. Beastmaster in Tones. Nice. Sehr schön. So muss das aussehen. So, ich weiß nicht, was ihr gemacht habt. Ich war leider beschäftigt hier um den Bildschirm. Beastmaster hat aber gespawnt. Ja, zum Glück ist der nicht nimmsam ausgerichtet. Der ist unglaublich schnell, ne? Das ist schon schwer. Leider ist Void nicht gestorben, ne? Also der farmt natürlich aber auch, aber der hat natürlich lange nicht so viele Kills wie unser Anti-Mage. Ja, das wäre schön. Einfach zu Pro. Aber ich kann mich an das letzte Anti-Mage-Spiel mit euch erinnern, mit den zwei Divines. Also ich hatte heute ein Game am Morgen mit Lycanthrope mit zwei auf mit zwei Divines. Ja, ich hab mein Battlefield am Anfang muss ich wieder verkaufen und dann platzen. Weil ich irgendwie kein Item drücken hatte für das Handelsfeld, also dann. Titan Level Ulti drücken. Ja. Ich krieg einfach raus. Nein? Nein? Na, jetzt laufen die alle raus da, ey. Nein, noch einen gerettet. Schön, haut ab. Ja, beide noch drauf gegangen. Void ist tot, das ist sehr schön. Wirft ihn mit dem Gold schon. Solltet ihr doch, glaube ich, weg, oder? Obwohl, gut, ist 3-2. Na, ich hab nicht mehr viel Mana, also. Ja, nee, wir gehen weg. Na gut, theoretisch könnte ein Anti-Mage locker die 3 da auseinandernehmen. Ja, aber. Gut, Beastmaster, schauen wir mal die Stats an. Ja, wir haben natürlich 10-0 Anti-Mage, ne? Mit knapp 200 Assists. Ja, ja. Das ist natürlich enorm. Also wir haben 1-9 Disruptor da. Ja, der Void spielt natürlich nicht so, also der hat 3-1. Aber der kommt natürlich nicht an dich mehr ran. Ich hab meine Pipe. Yes. Ja, ich weiß, die armen Supporter, die immer nur Roten gehen wollen zu killen, sind mal böse, aber ich glaube, ich mach's mal. Ja, ich muss einmal zu Best. Ich hasse es, wenn ich immer so einen Spell mache. Und nach dem Spell sind die Creeps genau so low, dass sie mit einem halben Hit von den Creeps getötet werden. Oh, was hat er? Blink. Na gut. Aber ich wollte nicht, dass die Demis von haben, deswegen mich schon mal hier ran. Ja, du hast natürlich einen super Farm, ne? Wie man es gewohnt ist. So, ja, da sind sie wieder, haben sich schön versammelt. Ja, auch vorhin hat es leider Vacuum und Earths wird nicht ganz getroffen. Da habe ich ein bisschen zu weit hinten gemacht, weil. Oder umgekehrt, wie auch immer. Nein, 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 komm, war schon richtig. Ja, Zurich ist irgendwie. Nicht. Ja, ja, ich bin heute, ich nehme die ganz schön auf. Nicht, aber ich muss ja auch hier Video aufnehmen, da kommt es natürlich zu kleinen Rucklern ab und zu. Und ja. die Nervosität und also ich spiele die ganze Zeit mit 11 FPS, weil irgendwas einmal ein bisschen... Ich muss ja immer hier reden und so. Yes. Und so. Und guck mal, der Rubik, der attackt mich immer. Yes. Und die anderen attacken mich auch immer. Dein Leben ist schon schwer, aber die wollen dich immer töten und so. Ja. Also der ist ein Double Damage, oder? Wollen wir die nehmen und Rush machen? Können wir das denn machen? Schnell? Ich mein, ja, die müssen ja defen erstmal. Hide Ulti im Pit. Oh, guck mal hier. Ah, die können nicht. Oh, passt aber auf. Ja. Das war nicht so gut. Ich weiß auch nicht, warum ihr einen Void attackt habt. Ah, du kommst da, glaube ich. Ja, ich kann dir echt kaum helfen. Nachgedacht. Warum stunt er mich denn? Ach so. Nee, da kann ich ja. Aber er hat wenigstens sein Ulti verbraten. Versuch mal hier hoch. Desolation. Fehler, da Nena. Hoch. Geil. Oh, wollte er dich noch kriegen? Haut ab, hau ab. Very well. Ja, kann sein, dass die Falle noch schon reingegangen ist. Ich geh jetzt aber wieder zur Base kurz. Die Mesh solltest du auch nicht alleine einblinken. Ja, genau, schick eine Elu.
be it. Schade. Was habt ihr überhaupt hier unten gemacht? Die sind jetzt alle hier auch und jetzt natürlich gerade das alles weg. Los, hin. Ich hab den nicht gerade angeschlagen, der war nur halb HP oder so. Warte, schub mal rein. Einfach von hier. Naja. Da ist er. Der wird kaputt gehauen gerade. Ich hab Void rausgeholt. Der ist auch fast tot. Scheiß drauf, holen wir ihn uns. Patschi, hol ihn dir. Oh. Wo ist er hin? Oben. Ist er hoch? Oben. Illusion directly. Trot along to the fight. Unten den Tower pushen. Auf ihn. Los, alle hin. Oder den hol ich jetzt her. Ja, beides am besten. Wir nehmen jetzt erstmal den Tower hier unten, würde ich sagen. Ich hab leider keinen Mana, ich kann noch einmal stunnen. Ja, dann haut den Tower da um. Yes. Bin es Void. Ich bin hier schon wieder alleine. Void ist hinter uns. Boah, fick dich. Entschuldigung. Yes. Komm hin, wo seid ihr jetzt? Nein. Yes. Ich hab immer noch keinen Mana für den Stun. Weg. Ah, er hat natürlich genau noch Mana dafür. Ich bin ihn gleich stunnen. Nice. Ja. Genau, hook den Anti-Match noch zu dir. Ich wollte natürlich die Creep stunnen. Geh raus da, raus da, raus da. Nein. Halt Esel. Oh, ich hab leider kaum mehr was hier. Ah, ich bin auch tot, ich werd gefokust. Du solltest da rausgehen, Anti-Mage. Ja, Void macht diesen Schaden. Ah, der hat Butterfly, Demon Edge hat er jetzt. Oh, sehr schlecht gespielt. Ja. Gut, das war jetzt leider nicht so oben wie der Tower auch gepusht. Das war richtig schlecht. Darauf hätten wir uns echt nicht einlassen sollen. Nee. Ja, Void wird natürlich auch langsam hart. Der ist schon Level 20 jetzt, 7-1. Der scheint auch keinen schlechten Farm zu haben. Ist im Jungle. Und da kommt er wieder. Boah, jetzt ist natürlich die Mitteltower. Ich würde sagen, wir lassen die Grüße. Ohne. Wir müssen das jetzt treffen, dann bestimmt. Wenn wir es dann gedefft kriegen, wenn ihr dann gleich alle wieder da seid. Ich bin jetzt da. Hopp mal ab, ihr Spackos. Oh ja, Rubik hat Vakuum. So. Ha, uns fehlt irgendwie so ein Pusher, so ein Tinker oder sowas. Ah, ja, der irgendwo stressen kann. Ja. Yes. Ja, wir müssen jetzt irgendwie mit Smoke feinden. Ja, los, ich guck mal Smoke. Ich war schon wieder bei denen im Wald. Den müssen wir versuchen zu töten. Ja, dann warte, ich hab Smoke jetzt. Ich hab jetzt Smoke. Los, komm her. Okay, hier hin. Void. Kriegen wir, gleich. Bleibt ruhig. Guck mal, ist die Speaker tot. Ja, wir dürfen nicht so nah ran, ne? Jetzt Smoke. Nicht vergessen. Und jetzt. Void, am besten. Ey, wie machen wir denn das? Der sieht uns, wenn wir zu nah sind. Am besten Swap ziehen, Swap ziehen. Und dann sofort Stun. Aber volle Kanne. Stun ihn! Nice! Ich hol mir noch Dings. Ich hab ihn nicht mehr gewackelt. So, und jetzt ab durch mit in der Base, solange Void tot ist. Da muss aber einer farmen. Okay, weiter geht's. Lass ihn nicht aufhalten. Ja. Oh Gott, nein. Ihr könnt ja nach unten gehen, nicht? Ja, oder. Ne, hey, dann nehmen wir die nächste Wave. Ja, ich mach schnell die Wave hier kaputt. Ja,
Ab irgendwie 50 Sekunden, bis er wieder da ist. Da müssen wir auf jeden Fall was machen. Müssen wir auf jeden Fall, ja. Wäre auch schön, wenn wir jetzt den Rest des Teams irgendwie ein bisschen zerlegen könnten, solange er Carry nicht da ist. 40 Sekunden. Lauf. Your top tower is under attack. So, jetzt müssen wir was machen. Yes. Oh. Aua, aua, aua. Oh. Direkt 10 natürlich. Baracken, Baracken, Baracken. Scheißegal, lass den hier fighten. Geh raus aus dem Zaun, geh raus aus dem Ring. Verdammt. Jetzt weg, weg, weg. Warum er mich immer mit den Ohren-Charges belegt? Ich kann davon nicht sterben. Der Top Tower ist währenddessen gefallen. Ja, ich bin tot. Schade, Quatsch, lauf Quatsch. Meine vier Beine sind anscheinend nicht genug. Oh, Alter, die Creepwave. Ist ja gar nicht fett. Oh, das ist Charme. Ja, so müssen wir heute nochmal töten irgendwie, ne? Aber wir haben die Rex down gekriegt, das ist schon mal sehr viel wert. Ich hol mir jetzt mal ein MKW gegen den, damit ich keine Misses mehr. Ah, schön. So, was soll ich mir holen? Hex wäre natürlich geil. Die pushen. Ja. Die pushen noch hier. Ich bin noch 30 Sekunden weg. Er hat Crystal ist jetzt. Die Fresher Orb. Er holt sich einen Burisa, glaube ich, jetzt. Was soll ich gehen? Also, Daedalus heißt der, glaube ich, jetzt. Dust Rider, auf was soll ich gehen? Lieber auf Hex oder lieber auf Shivas? Mensch, oder wer? Nein, Darkseer. Darkseer. Aga. Gut, du könntest ja natürlich auch Hex holen gegen den neuen. Nein, lauf. But I'll take it. Wir sollten unbedingt deffen, erstmal die Lanes müssen rausgucken. Yes. In der Mitte brauchen wir nicht pushen, also hier oben. By the Impurities. Könnten nochmal, wenn wir mit Smoke und Wards und so irgendwo nochmal einen rausquetschen. Yes. Ja, das wäre auf jeden Fall gut. Und zwei Ilos von hier zusammen. Ach, sorry, doch. Achso, okay, gut. Ja. Desolation. Abend aber so. Also solltet ihr die auch schon irgendwie wissen. So, okay, was machen wir jetzt? Ich hab vier Wards. Na, ich würde jetzt gerne hier wieder warden und dann. Wollen wir nochmal smoken? Wir könnten ihn ja erstmal beim Warden begleiten. Das hat ganz gut geklappt, ja. Also ich mache jetzt aber hier. So, dann würde ich ja noch gerne im Wald da. Auf die Smoke. Aber im Wald wird natürlich schwer, ne? Da werden die natürlich jetzt sein. Ich kann mal hier einmal rein noch. Ach, hier unten, wenn nicht. Yes. Oh, wir haben TP. So, da sind sie nämlich. Ich hab's einfach Darkseer gegeben. Such disorder. Wir können auch smoken und die einfach so im Team engagen. Könnten wir auch. Ja, tun. Das ist aber schwer wegen Titan, ne? Die haben natürlich schnell die Oberhand. Ja, ich hab BKB. Und uns. Ja, BKB bringt zum Beispiel den jetzt schon mal gegen Beastmaster, richtig? Ja, aber gegen Titan. Ja, Beastmaster. Ah, gut, das ist eh. Da können wir reden, wie wir wollen. Irgendwas müssen wir unternehmen. Weil Void wird auch nicht schwächer. Ah, der ist hier. Oh, kommt gerade, warte. Okay, dann. Desolation. Wir können einfach nur nochmal smoken. Der wird jetzt hier im Wald sein. So be it. Gehen wir ihn nochmal suchen. Da unten ist er, ja. So. Mana für alle. Und. Warte. Ja. Alles gut, weiter geht's. Mensch wieder voraus. Yes. Ja, Mensch voraus. Ja. Go. Steppen ist dann und gleich ins Spiel wieder vor. Mensch ist nicht voraus, Patch läuft gerade voraus. Such disorder. Wenn ich nehme halt die in der Mitte.
Kann man den jetzt nicht finden. So. Aufregend. Man glaubt, es kamen richtig die Pro-Taktiken hier. Wir haben nicht mehr so lange. Oben ist Gold. Go, go, go. Wenn ich komme, halt. Oh, wir das wird nix. Das wird auch ja, oder er kann dann trotzdem so schlagen. Aber Venture müsste trotzdem vorausgehen, der Schwack. Anti-Mitch. Venture, go. Wenn ich push mal halt den Tower. Dahin. Despair. Fuck, das ist schon zu spät. Scheiße. Oh, 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 pushen wir den Tower. Ja, dann kannst du mir zurück. Fern uns jetzt natürlich. Ja, weg. Halt Ulti wird kommen, halt Ulti fail. Halt Ulti ist raus, jetzt rein. Wollen wir rein. Ja. Beastmaster Ulti auch raus. Nein. Go. Boah, Disruptor hat mich vor Volts Ulti zurückgeschickt und ich konnte noch reinstarten. Ich stand genau an Volts Ulti und er hat sich so an Rand gestellt, dass ich ihn von außen treffen konnte. Ja, und ich konnte noch reinstarten. Das habe ich aber auch ganz schnell spät bemerkt. Ich so, ach scheiße, schon wieder Volt Ulti. Ne, warte mal, der hat mich da rausgeswappt. Unser Glück war einfach, dass Zeit so überreagiert hat. Ja, und das auch. Ins Leere gesetzt hat. Das auch. Ja, das ist natürlich jetzt für die GG. Jetzt können wir runterlaufen. Ja, ich hab die Pipe gar nicht aktiviert. Ja, GG well played. Auf jeden Fall. Das war auf jeden Fall jetzt ein wirklich nettes Ende und ich glaube, da können wir wirklich sagen, das lag jetzt wirklich an Tidehunter. Der hat wirklich überreagiert, das wäre auf jeden Fall deutlich schwieriger geworden. Dann auch noch ein unglückliches oder für uns eher glückliches Void Ultimate, wo dann auch noch Magina und ich dann auch noch raus waren aus dem Ultimate. Und ja, ich denke mal, das war jetzt eigentlich das Entscheidende. Weil Volt kam jetzt dann doch gut hoch. Aber schön gespielt auf jeden Fall, war ein ganz gutes Game. Leider hat man nur mir zugesehen, ich habe ein paar Mal gefailt. Aber darüber können sich dann die Leute wieder lustig machen. Das macht ihnen ja Spaß, sich über sowas lustig zu machen. Aber ja. Nee, erzählt ruhig. Tatsache hat Faceless Volt jetzt doch mehr lastet als ich, ja. Also hat er mich jo, 300 hat er, ne? Pff, nicht schlecht auf jeden Fall. Ja gut, der kann natürlich am Ende jetzt auch gut farmen. Nee, aber war schön auf jeden Fall. Immer zu fünft. Ich bedanke mich und wir werden bestimmt nochmal spielen und aufnehmen. Also. Gerne. Ja. Also, ciao, ciao. Tschüss.